Hallo, Servus und willkommen zu diesem Video über die Graphen von Exponentialfunktionen. Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, das wegen der Corona-Epidemie in den letzten Wochen immer wieder in den Medien war. Wir werden uns heute anschauen, wie man mit Exponentialfunktionen effektiv modellieren kann und wie wir ganz besonders die Graphen von Exponentialfunktionen so anpassen können, dass sie unserer Problemstellung genügen. An Basiswissen brauchst du dazu lediglich die Inhalte der vergangenen Videos und alles, was du sonst noch benötigst, das werde ich noch am Anfang wiederholen. Wir werden uns im Laufe dieses Videos anschauen, wie wir eben diese Graphen transformieren können und ob es da vielleicht Besonderheiten bei der Exponentialfunktion gibt. Wie sich das auf die Logarithmusfunktion auswirkt, werden wir auch besprechen. Ganz zum Schluss ein spezielles Modellbildungsbeispiel anhand einer sogenannten Sättigungsfunktion. Gut, dann legen wir los. Hier nun zunächst das mathematische Basiswissen zu den Exponentialfunktionen. Zunächst, es gibt zwei typische Darstellungen, in denen wir die Funktionsgleichungen von Exponentialfunktionen immer wieder antreffen. Das wäre einerseits die Darstellung mit der natürlichen Basis e, die du hier jetzt am Bildschirm siehst. Andererseits gibt es auch eine Darstellung mit einer allgemeinen Basis a, die sieht so aus. Es gilt da ein ganz besonderer Zusammenhang bei der Exponentialfunktion, egal welche Basis man verwendet, und der sieht so aus. Wenn man das Argument um 1 erhöht, dann ist es so, als würde man den Funktionswert mit dem Parameter a multiplizieren. Wir werden auch gleich grafisch sehen, was das bedeutet. Man sollte hier vielleicht auch noch anmerken, dass wir zwar immer wieder die Variable x verwenden, aber gerade im Umgang mit Exponentialfunktionen, da macht es sehr oft Sinn, dass man die Variable als Zeit interpretiert. Und das schreibt man dann meistens mit dem Buchstaben t. Ja, wir haben noch ein paar Voraussetzungen, welche Werte die Parameter, die in den beiden Darstellungen oben vorkommen, einen Sinn ergeben. Dann nehmen wir mal zunächst reelle Zahlen, außer die 0. Ihr könnt euch selber mal überlegen, wenn ihr die zwei Funktionsgleichungen hier oben anschaut, warum hier die 0 vielleicht nicht sinnvoll ist. Die allgemeine Basis a soll positiv sein, damit wir auch keine Komplikationen haben, wenn es ums Ausrechnen von konkreten Funktionswerten geht. Wenn wir die zwei Darstellungen anschauen, dann stellt sich natürlich die Frage, kann man denn die eine Darstellung in die andere überführen? Und die Antwort ist ja. Und es geht mit diesen beiden Zusammenhängen, die ihr euch ja vielleicht auch selber überlegen oder einfach wiederholen könnt. Ein bisschen werden wir darauf eh eingehen. Zuletzt sei vielleicht noch angemerkt, dass wenn der Parameter a den Wert 1 hätte, dann würde keine Exponentialfunktion vorliegen, da wir dann ja die Funktion, diese Zahl n0 mal 1 hoch x ist immer 1, hätten und in dem Fall hätten wir eine konstante Funktion, somit keine Exponentialfunktion. An mathematischen Grundlagen werden wir außerdem die Potenzrechenregeln brauchen, die du ja bereits aus der Unterstufe kennst. Die seien hier nochmal zusammengefasst. Das ist auch eine ganz charakteristische Eigenschaft von Ausdrücken mit einem Exponenten. Wenn man die gleiche Basis hat und man multipliziert zwei solche Ausdrücke zusammen, dann addiert man einfach die Exponenten. Eine zweite Regel, die sich daraus ableitet, das ist die des hintereinander Potenzierens. Das entspricht im Prinzip dem Produkt der Exponenten, so wie es hier angeführt ist. Das ist nur Wiederholung. Wenn wir das brauchen, werde ich nochmal speziell darauf hinweisen. Es gibt natürlich zur Exponentialfunktion auch eine Umkehroperation oder eine Umkehrfunktion. Das sind die Logarithmen. Der natürliche Logarithmus zur Exponentialfunktion e hoch x und alle anderen Logarithmen zu den anderen Basen a. Wie ist das zu verstehen? Wenn wir eine Gleichung von diesem Typus haben, wie hier, oder hier, wobei die Basis a und die Zahl y bekannt sind, dann kann man sich mit dem Logarithmus ausrechnen, welcher Exponent x dafür benötigt wird, damit die Gleichung stimmt. Als allerletzten Punkt will ich jetzt hier noch anführen, dass eine Exponentialfunktion vielleicht am besten durch eine Differentialgleichung charakterisiert wird. Das wird dir vielleicht nur was sagen, wenn du schon in der 7. oder 8. Klasse bist. Und zwar schaut die in dem Fall so aus. Die Ableitung von einer Exponentialfunktion ist proportional zur Funktion selber. Und diese Eigenschaft, die haben nur Exponentialfunktionen.
Im Falle Lambda gleich 1 hätten wir die Exponentialfunktion mit der natürlichen Basis e. Darauf komme ich dann am Schluss bei der Sättigungsfunktion nochmal ganz kurz zurück. Und im Moment schauen wir uns mal an, was denn die Graphen von den Exponentialfunktionen so zu bieten haben. Als Untersuchungsgegenstand für die Graphen von Exponentialfunktionen schauen wir uns jetzt eine an, die die ganz besonders einfache Darstellung a hoch x hat. Im Speziellen sogar eine Funktion 2 hoch x. Die sehen wir hier schon gezeichnet, also den Funktionsgraphen hier in blau. Und überlegen uns jetzt, was macht denn eigentlich so eine Exponentialfunktion aus? Da gibt es vor allem eine Eigenschaft, die steckt irgendwo schon in den Potenzrechenregeln drinnen und die sieht so aus. Und zwar, wie kann man das interpretieren? Wenn ich im Argument der Exponentialfunktion eine Summe habe, hier, dann entspricht es dem Produkt der Funktionswerte. Und wie vorhin schon erwähnt, gibt es da einen Spezialfall, der eine sehr große Rolle spielt für die Vorstellung. Und das ist der folgende. Wenn wir nämlich hier 1 einsetzen in der Summe. Also wir haben eine Zahl x, egal welche reelle Zahl das ist, addieren 1 im Argument der Exponentialfunktion. Und wenn wir so eine Exponentialfunktion a hoch x haben, dann entspricht das einfach einer Multiplikation vom alten Funktionswert mit a. Das hat natürlich einen Grund, wenn wir die beiden vergleichen, also die vergleichen wir hier. A ist ja einfach a hoch 1 und a hoch 1 ist der Funktionswert an der Stelle 1. Also wenn ich 1 da oben in die Funktionsgleichung einsetze, habe ich a hoch 1 und dementsprechend, naja, f von x plus 1 ist dann laut der obigen Eigenschaft f von x mal f von 1. Das steht halt jetzt hier in der verkehrten Reihenfolge. Das kann man natürlich auch aus einer anderen Perspektive betrachten, nämlich wenn man im Argument von der Exponentialfunktion 1 subtrahiert, dann ist es so, als würde man den alten Funktionswert durch a teilen. Grafisch kann man sich das so veranschaulichen. Wir haben hier ein paar Funktionswerte eingezeichnet, als Abstände zur ersten Achse. Zum Beispiel hier den Funktionswert an der Stelle 3. Funktionswert an der Stelle 3 beträgt 8. Na klar, 2 hoch 3 ist 8. Und der Funktionswert an der Stelle 3 plus 1 ist 16. Und 16 ist natürlich genau das Doppelte von 8. Also ich kann genauso gut schreiben, ich mache da oben eine Notiz. F von 3 plus 1 ist F von 3 mal F von 1 und F von 1 ist a. In unserem Fall ist a gleich 2. Das heißt, wir haben F von 4 gleich F von 3 war 8 mal 2. Und wenn man das Ganze jetzt aus der anderen Richtung betrachtet, könnte man auch sagen, na, wenn wir den Funktionswert an der Stelle 4 kennen, der ist ja 16, dann kennen wir automatisch auch den Funktionswert an der Stelle 3, also an der Stelle 4 minus 1. Der ist genau halb so groß. Da unten sind noch zwei Funktionswerte, bei denen man das vergleichen kann. Wir sehen den Funktionswert an der Stelle minus 1 und an der Stelle 0 und die sind genau das Doppelte bzw. die Hälfte voneinander. Wir haben ja schon gesagt, das Ganze leitet sich im Wesentlichen aus den Potenzrechenregeln ab, die man jetzt hier eben auf reelle Exponenten erweitert. Wenn wir uns den Graphen als Ganzen ansehen, dann werden wir auch bemerken, die Funktion, die kommt irrsinnig flach daher und wird dann sehr steil. Also kommt ganz nahe der ersten Achse daher und läuft dann fast wie gegen eine Wand. Zu den Funktionswerten vielleicht noch ein paar Worte. Wir haben hier den Funktionswert an der Stelle 0 ist gleich 1. Das ist bei einer Exponentialfunktion von diesem Typus hier immer der Fall. Also a hoch x hat an der Stelle 0 den Funktionswert 1 und an der Stelle 1 den Funktionswert a. Na, wie schaut es jetzt rechts und links davon aus? Für negative Argumentwerte, das heißt Argumentwerte x kleiner 0, sind die Funktionswerte kleiner als 1, aber positiv. Also sie liegen zwischen 0 und 1. Wenn ich Argumentwerte habe, die größer sind als 0,
dann sind meine Funktionswerte größer als 1 und das sieht man auch da. Man kann sich da so eine gedachte Linie bei y gleich 1 denken und da sieht man, naja, für negative x-Werte liegen die Funktionswerte darunter, also die Punkte auf dem Funktionsgraphen liegen darunter und für positive Argumente x liegen die Funktionswerte darüber. Auf jeden Fall sind aber alle Funktionswerte positiv. Das ist noch zu beachten. Also die Exponentialfunktion in dieser Darstellung, die wird nie negativ. Gut, mit diesen Grundlagen können wir uns auch gleich ein erstes Beispiel anschauen. Wir vergleichen nun zwei Funktionen, f und g genannt, die die Funktionsgleichungen 2 hoch x bzw. 4 hoch x haben. Die Funktionsgraphen siehst du auch an der rechten Seite hier gezeichnet. Bitte vervollständige dann die Wertetabelle, indem du einfach die Funktionswerte vom Funktionsgraph abliest und versuche dann die gefragten Zusammenhänge herzustellen. Vielleicht noch ein Hinweis, hier wird eine Potenzrechenregel verwendet. Überleg dir mal gut, was das in unserem Fall hier bedeutet, welche Zahlen man in diese Potenzrechenregel einsetzen könnte, damit man die Frage beantworten kann. Nimm dir dafür ruhig ein paar Minuten Zeit. Gut, dann lösen wir das auf. Vielleicht zunächst die Wertetabellen, wie sind die auszufüllen? Wir betrachten zunächst den Graphen der Funktion f und die Funktionswerte an den Stellen 0 bis 4. Und die können wir direkt ablesen. F hat an der Stelle 0 den Funktionswert 1, ist ja klar. 2 hoch 0 ist 1. An der Stelle 1 den Funktionswert 2. 2 hoch 1 ist 1. An der Stelle 2 den Funktionswert 4. Und wir sehen, das ist jetzt immer doppelt so groß wie der Wert zuvor. Das haben wir bereits auf der vorherigen Folie im einführenden Beispiel von Graphen gesehen. Bei der Funktion g sieht die Sache ein klein wenig anders aus. Hier sind offenbar die Argumentschritte in halben. Das heißt, wir gehen quasi die folgenden x-Werte, die ich jetzt hier nochmal markiere, gehen wir durch. Natürlich auch 0. 4 hoch 0 ist 1 ebenso, sieht man auch am Funktionsgraphen von g. An der Stelle 1/2 ist der Funktionswert 2. An der Stelle 1 ist der Funktionswert 4. Und wir sehen, offenbar verdoppelt sich das in diesen halben x-Schritten. Bis wir schließlich dabei x gleich 2 den Funktionswert 16 erwischen. Also offenbar sind die Funktionswerte hier identisch. Die Funktion g hat sie aber doppelt so schnell erreicht. Also wir sind bei der Funktion g, bei x gleich 2 sind wir schon beim Funktionswert 16. Das war bei der Funktion f erst bei x gleich 4 der Fall. Warum ist das jetzt so? Das können wir uns überlegen, wenn wir die Potenzrechenregel da unten verwursten. Wir sehen hier, wir haben hier eine Zahl a und im Exponenten ein Produkt b mal c. Das kann ich umschreiben in so eine hintereinander ausgeführte doppelte Potenzierung. In unserem Fall, wenn ich da die Funktion 2 hoch x nehme, könnte ich ja sagen, ich setze da in den Exponenten statt einfach x 2 mal x ein. Und kann das jetzt aufgrund der Potenzrechenregel umschreiben in 2 hoch 2 hoch x und 2 hoch 2 ist natürlich 4 hoch x. Wir sehen dementsprechend, die beiden Funktionen, so wie sie hier dargestellt sind, sind natürlich gleich. Hier ist es aber im Exponenten so, dass die Funktion 2 mal x drinnen steckt. Also wir haben verkettet mit der Funktion 2 mal x und können uns erinnern, wenn wir im Argument einer Funktion eine Funktion b mal x einsetzen, dann wird uns dieses b eben die Funktion in horizontale Richtung stauchen oder strecken. Und genau das ist passiert. Wenn wir vergleichen, die horizontale Stauchung, die kann man sich so veranschaulichen. Dieser Punkt hier auf dem Graphen von f, der wurde im Prinzip um den Faktor 2 gestaucht nach links. Ebenso an der Stelle x gleich 4, dann wird diesen Punkt auf dem Funktionsgraphen von f, der wurde ebenfalls um die Hälfte nach links gestaucht.
Also das ist hier gar nichts Neues, das kennen wir schon aus dem Video über die horizontalen Stauchungen und Streckungen und das ist hier ebenfalls der Fall. Was bedeutet das jetzt? Wir können also die Funktion g von x können wir schreiben als f von 2 mal x. Ja, weil, wie wir schon gesehen, die Funktion g ist ja 4 hoch x und es ist so, als würde ich in die Funktion f 2x einsetzen. Ja, die lineare Funktion 2x. Ganz allgemein kann man das schreiben als a hoch b mal x, wie wir hier rechts sehen. Und eben dieser Parameter b, der verursacht eine horizontale Stauchung. Also Stauchen in horizontaler Richtung. Ja, fassen wir das noch einmal zusammen. Wir haben da also eine Verkettung mit einer linearen Funktion b mal x und offenbar haben wir da eine Stauchung in die horizontale Richtung. Und das bewirkt dann eine Änderung vom Steigungsverhalten. Wir sehen die Funktion g, also die grüne Funktion hier oben, die ist deutlich steiler als die Funktion f. Und das bedeutet, dass wir, wenn wir eine gegebene Exponentialfunktion haben, dann können wir mit so einem Parameter b das Steigungsverhalten modifizieren. Und ganz besonders, wir können damit die Basis verändern. Das ist natürlich deswegen ganz elementar, weil wir haben ja gesehen, wir haben zwei typische Darstellungen von Exponentialfunktionen. Das ist die Darstellung e hoch x. Zur Erinnerung, e ist ja auch nur eine reelle Zahl, die ungefähr in der Größenordnung 2,7 ist. Und wenn wir diese natürliche Darstellung überführen wollen in eine andere Darstellung mit dem Parameter a, dann machen wir genau das. Ich setze in die Funktion e hoch x, setze ich eine lineare Funktion ein, nämlich e hoch lambda mal x schreibt man meistens. Und lambda ist dabei eine reelle Zahl und wir haben es halt hier jetzt nicht lambda genannt, sondern b. Gut, jetzt schauen wir uns aber noch an, was dieser Parameter b denn nicht noch alles kann. Wir befinden uns nun in einer Situation, die sieht eigentlich gleich aus wie vorher. Wir betrachten die Funktion 2 hoch x und jetzt überlegen wir uns, was passiert, wenn wir b mal x in diese Funktion einsetzen. Hier soll aber b eine negative Zahl sein. Überleg du dir mal, was passiert, wenn wir b gleich minus 1 setzen und was das für eine Auswirkung auf den Funktionsgraph von 2 mal x haben könnte. Pausiere dazu bitte kurz das Video. So, dann schauen wir uns das gemeinsam gleich an. Wir erinnern uns ja, wenn wir eine Funktion, in dem Fall die Funktion f, mit einer fallenden linearen Funktion wie hier verketten, also wir haben hier ganz speziell den Fall f von minus x, dann bewirkt diese negative Zahl oder das Minus da drinnen eine Spiegelung um die zweite Achse. Das heißt, wir bekommen eine fallende Exponentialfunktion. Diese beiden Funktionsgraphen, also grüne und der blaue, die schauen ja eigentlich von der Form her exakt gleich aus, sind aber Spiegelbilder voneinander. Und genau das war zu erwarten. Das ist jetzt hier der einfachste Fall. Wir sind ausgegangen von der Funktion 2 hoch x oder 2 hoch 1 mal x und haben genau die dann gespiegelt zur Funktion 2 hoch minus x. Ganz besonders interessiert uns dabei meistens der Bereich für positive Argumente. Das könnte zum Beispiel sein, wenn wir eine exponentielle zeitliche Entwicklung beobachten. Die Zeit, die setzen wir natürlich irgendwann einmal auf 0. Das ist quasi die Zeit, zu der wir auf die Stoppuhr drücken oder zu der wir die Betrachtung starten. Und das können wir festlegen, wie wir wollen, wann die Betrachtung startet. Vielleicht gleich mal ein praktisches Beispiel zu nennen. Wie etwa den Abbau eines Medikaments oder eines Schadstoffes im menschlichen Körper. Da könnten wir sagen, wir nehmen zum gewissen Zeitpunkt eine Dosis von einem Medikament ein und wenn die Dosis ihren Höhepunkt erreicht, also ihren maximalen Wert oder die Wirkung im maximalen Wert, sagen wir, die Wirkung ist 100%, also 1 und das ist der Zeitpunkt, zu dem wir die Betrachtung starten und werden beobachten,
das nimmt in vielen Fällen näherungsweise exponentiell ab. Das gleiche gilt natürlich auch für den radioaktiven Zerfall, den du bestimmt kennengelernt hast. Wir fassen nochmal kurz zusammen. Wenn wir also für diesen Parameter b eine negative Zahl einsetzen, dann bekommen wir die fallende Exponentialfunktion. Und das entspricht im Prinzip einer Spiegelung an der vertikalen Achse. Damit dieses Video nicht zu lang wird, teile ich es in zwei Teile. Wir werden im zweiten Teil hier weitermachen, wo wir eine relativ interessante Beobachtung machen und sehen werden, dass zwei Transformationen denselben Effekt haben bei Exponentialfunktionen. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis gleich.